Willkommen zu Teil 5 von Nuvole Bianca. Pass auf, es geht weiter mit folgendem Teil, beziehungsweise im letzten Teil haben wir aufgehört hier mit diesen. Mit hier diese Bewegung in der linken Hand. Bam, bam, bam. Bam, bam, bam. Und der rechten Hand waren es fast immer die gleichen Töne. So kann man sagen, haben wir ungefähr aufgehört. Und heute geht es weiter mit erst einen tiefen und einen großen Sprung. Und dann schnell hier die Töne. Und wieder S hier. Das ist der heutige Teil, ungefähr so. Ich habe es gerade langsam vorgespielt. Erstmal die rechte Hand. Also wir starten hier mit dem Daumen auf dem S. Dann macht die Hand einen ganz großen Sprung hier hoch bis zum F. Bom, bom. So, und dann hier ganz schnell die Töne. S, Des, C, Des, S. Pass auf, es geht noch weiter. C, B, Ass. So, erstmal bis dahin. Also, das ist der erste Überabschnitt. S, F. Und dann gucke ich, ich mache das mit dem Mittelfinger. Also, du kannst es theoretisch auch anders machen, aber weil das so schnell gespielt wird, spiele ich es mit dem Mittelfinger. S, Des, C, Des, S, C, B, Ass. Nochmal. Nochmal. Ja, und das H wird ganz lang gehalten. Eins, zwei, drei und... Ja, es wird wirklich hier das F ganz lang gehalten und die hier ganz schnell... Badadam, bam, bam. Auch die ersten sind schneller. Badadam, bam, bam. Bam, bam, bam. Nochmal. Bam. Eins, zwei, drei, vier. Bam, bam, bam. Nochmal. So ist der Rhythmus richtig. So. Drei, vier. Badadam, bam, bam. Bam, bam, bam. Bam, bam. Ja? Okay, also ich sind bam, bam, das ist schon der nächste Überabschnitt. Also das ist der erste Überabschnitt. Jetzt kommt der zweite, wie gesagt. Ass, Ass. Und genau an der gleichen Stelle, also wirklich 1, 2, 3, 4. Und auch wieder badadam, bam, wieder S, Des, C, Des, genau das gleiche wie davor. Und übrigens auch... Anschließend erstmal das S und das C. Allerdings kommt jetzt nicht das B, sondern nochmal das C. Und zwar so. C, Des, C, B, Ass, Ass. Ja. Das ist die zweite Hälfte des zweiten Überabschnitts. Nehmen wir mal das von davor mit. 1, 2, 3, 4. Ja, Achtung nochmal. Pass auf, ich zähle mal ein. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Dass am Schluss das zweite Ass wieder auf der nächsten 1 wieder ist, ja? Guck mal. 1, 2,
drei, vier. So, das ist der zweite Überabschnitt. Nehmen wir mal beide zusammen. 2, 3, 4. So, das ist der zweite Überabschnitt quasi. Achtung, jetzt kommt der dritte, letzte und auch nur ganz kurzer Abschnitt. Ja, wieder diese Figur. Diesmal fangen wir vom B an. B, As, G, As, B. Und, aber der Rhythmus ist der gleiche. Badadam, bam, bam. Ja, mit den schnellen Tönen am Anfang. Badadam, bam, bam. Ja, verzweifle nicht an diesen schnellen Tönen und mach das lieber ein paar Mal zu oft als zu wenig. Nämlich, ja, ist auch eine tolle Fingerübung einfach, ne? Okay, pass auf. Also, ja, das war die rechte Hand. Pass auf, ich spiele sie noch einmal komplett bis da durch, alle drei Überabschnitte. 1, 2, 3, 4. So. So, ja, also bis dahin. Pass auf, jetzt kommen wir erstmal zur linken Hand. Ja, eigentlich haben wir die gleichen Akkorde wie bisher immer. Pass auf, erstmal Des-Dur und zwar wie folgt. Des, As, Des. Achtung, wenn der Daumen anschlägt, hier greift der Mittelfinger schon über zum F. As, Des und nochmal F. Guck mal. Des, As, Des, F, As, Des, F. Wie kann man sich das merken? Grundton, Quinte, Oktave, also wieder Grundton. Das ist der Anfang. Und dann einmal den kompletten Akkord nochmal vom F bis zum F. F, A, Des, F. Ja, das sind alles Des-Dur-Töne. Und mit dem Pedal natürlich. Guck mal, ohne Pedal. Ja, geht ja gar nicht, dass man die Töne alle halten kann. Deswegen müssen wir das Pedal dazu nehmen. Dass die Töne weiter erklingen. Und dann, pass auf, erst nochmal das erste. Das S alleine. Und mit dem F in der rechten Hand wird links das Des angeschlagen. Bis dahin, ne? Gut. Und dann, wenn hier der letzte Ton gespielt wurde, das F, dann spielt die rechte Hand diesen. Badadam, bam. Aber Achtung, jetzt rechts beim S kommt die linke Hand wieder. Mit dem As. Und zwar hier As und As, also. So, das ist erstmal, ja, pass auf. Also, der nächste Überabschnitt der linken Hand ist relativ komplex. Besteht aus drei Teilen, aber wir nehmen es als einen Überabschnitt. Das ist wichtig. Pass auf, das ist hier das As in der Oktav. Zeigefinger S und oben wieder das As. Das ist Figur Nummer 1. Ja, das bitte gut einprägen jetzt. Ein paar Mal wiederholen. Gerne dafür das Video pausieren. Ich mache weiter mit dem zweiten Teil des zweiten Überabschnitts. Das ist eigentlich das gleiche, nur hier mit dem G. Ja, G, einmal aufs S mit dem Zeigefinger und zurück mit dem G. Das ist der zweite Teil. Mein erster und zweiter Teil zusammen. So, und dann kommt der letzte Teil. Achtung, das ist nämlich wieder das, was wir schon hatten mit dem Des-Dur. Ja, übrigens, danach kommt wieder As, S, As und wieder G, S, As. Und dann kommt wieder zum Schluss hier nochmal Des, ein bisschen verkürzt.
dass du weißt, es kommt Des, dann kommt hier As, G und wieder Des. Hier in dem gesamten Teil heute wieder As, G und wieder Des. Und zum Schluss einmal Es-Dur. Okay, da sind wir aber noch nicht. Das sollte nur ein kurzer Überblick sein. Wenn zu viel ist, vergiss es einfach. Wir kommen gleich dazu. Guck hier. Das ist jetzt der zweite Überabschnitt. So, nochmal. Achtung. Also erst die rechte Hand. Badadam, bam. Und mit dem S in der rechten Hand spielt die linke Hand die Figur quasi. Und zwar wird erst hier das B angeschlagen, dann links das mit dem G. S, G, As. Und dann die Des-Dur wieder in der linken Hand. So, pass auf. Hier ist es ein bisschen so, wie du es machen möchtest mit dem B. Also, dieses B, wann du das genau anschlägst, ob du das zusammen hier mit der linken Hand anschlägst oder wie ich das gemacht habe, ein bisschen früher. Ja, streng genommen ist es dir überlassen. Ist ein bisschen Interpretation, ja. Also, ich zeige dir mal, wie ich es spielen würde. Oh, jetzt habe ich mich links vergriffen. Entschuldigung. So würde ich spielen. Ja. Achtung, dann geht's weiter. Rechte Hand wieder alleine. Und dann das gleiche quasi. Allerdings jetzt ab hier spielt die rechte Hand ja nochmal C. Und mit dem Des in der rechten Hand links das G. Und dann hier As, As. Und nach dem letzten As hier in der linken Hand wieder Des, As, Des, F. Also ein Des-Dur-Akkord, ja. Nur bis da. Nur bis zum F. Ja, nochmal den Abschnitt. So, das ist quasi der, der nächste Überabschnitt. Und dann kommt nur noch der Schluss. Guck mal, wir waren ja gerade stehen geblieben beim. Und dann spielt ihr die rechte Hand vom B diesen Lauf. Badam, bam, bam. Und mit dem B kommt in der linken Hand Es-Dur. Und zwar so. Eigentlich wie vorher das Des, ne? Es, B, Es, G, B, Es. Ja, hier muss definitiv ein bisschen geübt werden, ne? Aber klingt wunderschön. Ja, also das war's schon. Ich spiele dir nochmal alles ganz langsam vor. Pass auf, wir fangen an mit dem S rechts. Dann zusammen Des und F. Hier ist eine relativ lange Pause drauf, theoretisch auch eine Fermate. Das heißt, du kannst den Ton so lange halten, wie du möchtest. Und dann B, As, G, As und rechts B und links Es-Dur. Ja, das war der heutige Teil. So, wir nähern uns langsam dem Finale. Es geht aber noch weiter. Im nächsten Video kommt kommen hier solche Läufe dran. Ja, da widmen wir uns halt im nächsten Video drum. Ja, ich freue mich, wenn du wieder dabei bist. Vielen Dank erstmal fürs Zuschauen, fürs Mitmachen und ja,
Schön, dass du da bist. Vielen Dank. Ich freue mich über deinen Besuch auf meiner Seite werdemusiker.de natürlich, ne? Ja, gibt es übrigens mittlerweile, ich weiß ja nicht, ob du es schon mitbekommen hast, neben dem Crashkurs für Anfänger auch die Piano-Kiste. Die Piano-Kiste ist ja für auch schon für Leute, die schon Erfahrungen haben, gibt es alle möglichen Tipps, Kniffe, Tricks, immer wieder mal. Ja, schicke ich dir gern per Mail nach Hause. Schau doch mal unten vorbei. Link ist in der Videobeschreibung der Infobox oder hier auch bei dem i irgendwo. Ich weiß gar nicht, wo ist das in der Ecke? Ich glaube, hier ist es in der Ecke oben rechts. Ne? Ja, also, ich freue mich über deinen Besuch. Ich freue mich, dich da zu sehen. Bis dahin, danke und ciao.